Herzlich willkommen. Heute im Test die Moog Nico Starbucks. Ein wunderschönes Raritätensortiment mit insgesamt 10 verschiedenen Artikeln. Die Aufmachung der Schachtel gefällt mir wirklich sehr gut. Und wie man hier sehen kann, ohne Knall. Schönes 90er Jahre Pink. Die Moog Nico Starbucks. Ich werde jeden einzelnen Artikel für euch testen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob wirklich alles drin ist. Fangen wir an mit der Silberpalme. Sehr schöner Feuertopf. Schon ein bisschen ramponiert. Aber gut, bei dem Alter kann das schon mal passieren. Den 1000 Silbertaler. Schönes Ding. Immer gerne gezündet. Ich hoffe mal, dass der Effekt wirklich so gut ist, wie ich das in Erinnerung habe. Als nächstes die Glitzerkaskade. Schon ziemlich ramponiert. Es rieselte Schwarzpulver heraus. Ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen übrig geblieben ist. So, hier haben wir die Goldglitzerfontäne. Eigentlich sollte eine grüne Glitzerfontäne enthalten sein, finde ich jetzt aber auch nicht so tragisch. Dann die Silberfunkenfontäne. Sollte auch ein wunderschöner Effekt sein. Hier mal etwas Kleineres, und zwar die Zauberflöte. Toller Feuerwerkskörper, fand ich damals unfassbar laut. Hier haben wir einen ganz winzigen, und zwar die Schmetterlingsfontäne. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Hier ist der Turboflyer. Ein bisschen unterschiedlich als auf der Abbildung. Na, vielleicht ist das ja einer, der explodiert. Dann haben wir hier noch die Triangelsonne. Auch sehr schön. Gute Verarbeitung. Sieht weniger ramponiert aus als die anderen Feuerwerkskörper. Und zu guter Letzt sollte der Vesuv enthalten sein. Ist er aber nicht. Wir haben hier den Ätna, den großen Silbervulkan, wohlbemerkt von Feistel. Und wenn ich hier hinten mal drauf schaue, Einführer FKW. So. Schauen wir nochmal im Ganzen. Tolle Feuerwerkskörper. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Zündung.